Willkommen bei felgenau.de. Mein Name ist René. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer. Wir sind hier mitten in Dresden, um genau zu sein in der Dresden-Neustadt, das impulsive Viertel von Dresden. Hinter uns ist das Verwaltungsgebäude, wo wir aktiv sind. Und gegründet haben wir das Ganze aber 2003 in Meißen. Diesen Standpunkt gibt es auch noch. Dort ist unsere komplette Logistik. Und wie es bei uns hier in Dresden aussieht, das zeige ich euch. Deswegen kommt einfach mal mit. Ich werde euch heute mal einen ungefilterten Blick hinter die Kulissen geben, dass ihr einfach mal seht, wie wir arbeiten, was wir so den ganzen Tag tun. Hier seht ihr unsere ganzen Abteilungen. Und je nachdem, wo ihr hin wollt, einfach klingeln. Wir sind jetzt hier im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss ist der Einkauf, die Produktpflege und die Technik. Und wir fangen im Einkauf einfach mal an. Hier sitzt der Thorsten und sein Team. Im Einkauf wird die Ware im Endeffekt bestellt und wird dafür gesorgt, dass immer Ware im Shop ist. Mit der Industrie wird Absprache gehalten, wenn auch Lieferengpässe sind. Und der Einkauf sorgt dafür, dass die Ware so schnell wie möglich, die Felgen und Reifen so schnell wie möglich bei euch sind. Jetzt kommen wir natürlich zur Produktpflege, einer der wichtigen Abteilungen bei uns. Die Produktpflege sorgt dafür, dass die Produkte immer aktuell sind und dass die Felgen mit den richtigen Fahrzeugen verknüpft sind, sodass ihr alle Felgen angezeigt bekommt, die für euer Fahrzeug passen. Hier haben wir auch den Sebastian sitzen. Der Sebastian ist der allererste Mitarbeiter von uns gewesen und seit 2005 bei uns beschäftigt. Gucken wir mal, ob er da ist. Das ist auch schon. Sebastian, hallo. Das ist unser allererster Mitarbeiter. Sebastian, seit 2005 bei uns und bist zufrieden? Ja, immer noch natürlich. Vielen Dank. Und jetzt gehen wir nochmal schnell in die Technik. Die Technik sorgt dafür, dass alle Änderungen bei Felgen oder auch Gesetzesänderungen wie jetzt mit RTKS, das war das letzte große Thema, im Shop ordentlich und sauber angezeigt werden, sodass ihr nichts Falsches für euer Fahrzeug bestellen könnt. Und da schwenken wir nochmal kurz rein. Das ist die Technik, die im Endeffekt für einen reibungslosen Ablauf sorgt. So, jetzt gehen wir ins erste OG und schauen uns dort mal um. Ganz schnell, jetzt haben wir hier gerade einen Meetingraum mit Kicker. Hier ist gerade die IT zugange für neue Futures. Und ich denke, danach wird noch eine Runde gekickert. So, wir sind jetzt hier im ersten OG. Rechts ist die 3D-Abteilung, links das Media-Team. Die 3D-Abteilung sorgt dafür, dass ihr euch im Vorfeld anschauen könnt, wie das Fahrzeug mit der Felge wirkt. Das heißt, ihr könnt euch schon ein direktes Bild machen, wie die Felge auf eurem Fahrzeug aussieht. Wir gehen mal schnell zur Nadine. Die sitzt gerade an dem neuen Volvo. Hier wird das Fahrzeug gerade aufbereitet, alles fertig gemacht, sodass man später im Shop schauen kann, wie die Felgen auf diesem Volvo dann wirken. Links ist der Mediabereich, da sind gerade alle ausgeflogen. Wir sind auf vielen Treffen, Events und nichts. Stopp. Hier haben wir gerade Verena, unsere Personalerin, erwischt. Sehr schön. Verena ist fürs Personal zuständig, dass die Jungs und Mädels sich gut fühlen und dass wir auch immer wieder neue Leute finden. So ist es. So ist es. Immer schön. Jetzt sind wir hier im Mediabereich. Wie gesagt, die Jungs und Mädels sind oft unterwegs auf Treffen, Events. Wir wollen eben festhalten, was so die nächsten Trends sind im Felgenbereich, an Farben, an Formen, an Designs. Und hier werden auch die Felgen, die bei uns im Shop sichtbar sind, gemacht. Auch die Videos, dass ihr euch einen guten Eindruck drüber machen könnt, wie die Felge eben auch wirkt. Und das wird hier alles im Endeffekt bearbeitet. So, jetzt sind wir im absoluten Herzstück von felgenaule.de, nämlich in der IT. Wir programmieren wirklich alles selbst, vom Lager, Warenwirtschaftssystem, das Frontend, also den Shop, den ihr kennt, da ist nichts zugekauft, das machen wir alles selbst, um einfach die Schnelligkeit zu gewährleisten, dass das Produkt am besten auch wirklich angezeigt wird, dass ihr das Produkt, was ihr wollt, auch am schnellsten findet und vor allen Dingen ganz wichtig, dass die Datensicherheit auch 100% gewährleistet ist. Hier ist das Büro vom Herrn Krause, da gucken wir mal, ob er da ist. Der Uwe ist nämlich der zweite Mann, der Mitbegründer. Das ist der Uwe und der Uwe wird euch im Endeffekt dann in Meißen das Lager zeigen und da werdet ihr den Uwe noch kennenlernen. Vielen Dank. Danke für die kleine Überraschung. So, und weiter geht's. Hier sind wir im Support. Hier werden eure Fragen beantwortet. Das heißt, wenn ihr euch unsicher seid, ob die Felgen passen, wenn ihr wissen wollt, wo eure Felgen sind, dann wird euch hier geholfen.
Hier werden wir oder hier bearbeiten wir Gesamteuropa, das heißt Frankreich, Spanien, Norwegen, Schweden, England, Finnland, also wirklich alle Länder werden hier bearbeitet. Viele Mitarbeiter sprechen mehrere Sprachen, das ist absolut bemerkenswert. Ich spreche nur Deutsch und einigermaßen Englisch, aber die Jungs und Mädels sind wirklich fit und die helfen euch weiter. Demnächst wird noch ein Live-Chat online gehen, dass ihr direkt im Shop eingeben könnt, was ihr auf dem Herzen habt und welche Frage ihr habt. Sven, wann wird der Live-Chat online gehen? Diese Woche sagt Sven, Sven ist unser Teamleiter hier für den Support und ja, dann schauen wir mal, ob Ende der Woche der Live-Chat online ist. Links haben wir dann noch die Buchhaltung, ja, die das ganze Rechnungswesen macht und das wäre so der Abteil. So, das ist Franco von der Produktpflege. Hallo. Jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Mitarbeiter, den wir haben, unser Kaffeeautomat. 1400 Kaffeetassen in der Woche macht er. Wenn dieser Kamerad ausfällt, dann ist hier die Stimmung ganz schnell im Tiefpunkt. Hier sind wir auch schon in der Lounge angekommen. Die Lounge nutzen wir im Endeffekt für Frühstück, für Mittag, für Abendbrot, für Events, für Feiern. Weihnachtsfeier macht man oftmals hier drin. Müsli können sich die Kollegen nehmen. Kuchen, wenn ihr wollt, greift zu. Und hier beherbergen wir auch unsere zwei großen Meetingräume. Das ist der größte Meetingraum hier. Na, für große Konferenzen, wenn große Themen anliegen. Und jetzt kommen wir aber zu meinem Lieblingsraum. Das ist der etwas kleinere Meetingraum im Stil einer englischen Bibliothek mit unserer PlayStation. So, das war mal ein ungefilterter Blick von uns hier aus Dresden. Wie gesagt, der Uwe wird euch dann Meißen noch zeigen, die Logistik, euch dort mal rumführen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und dann bis demnächst. Tschüss!